The Pale Blue Eye ist, um das Beste vorneweg zu sagen, ein durch und durch atmosphärischer Augenschmaus, bei welchem man die Kälte des Winters ebenso hautnah zu spüren scheint, wie einen die malerisch morbiden Setpieces zum Schwelgen und Gruseln einladen. Auch in Sachen Spiel gibt es nichts zu meckern. Christian Bale ist eine gewohnte Bank und hat mit Harry Melling einen angemessen skurrilen jungen Edgar Allan Poe an seiner Seite. Hinzu kommt ein bunter Mix gern gesehener Spielis wie Gillian Anderson und Timothy Spall, welche sich in ihren Figuren ebenso zu Hause fühlen wie in der schaurig schönen Welt, die sie bevölkern und somit dafür sorgen, dass ich ihnen durchgehend gerne zugesehen habe. Wenn, ach wenn doch nur die eigentliche Geschichte ein wenig mehr hergeben würde. Die Mörder-Hatz erreicht nie einen wie auch immer gearteten Grad beklemmender Spannung, dafür sehen wir zu wenig von den rar gesäten Verdächtigen und dafür bleiben sie dabei zu blass und austauschbar. Die Figur von Poe wird weder ob ihre realen, bisweilen problematischen politischen Haltungen durchleuchtet, noch wird ihrem Werk angemessen gehuldigt, erreicht der Film doch leider nie auch nur einmal jene finster-poetische Strahlkraft, wegen der dieser Autor auch heute noch zu Recht bekannt und beliebt ist, was die Frage aufwirft, warum er überhaupt so eine zentrale Rolle spielt. Am schlimmsten ist aber die Schlussauflösung, die auf narrativer Ebene recht gut funktioniert, wobei sie überdeutlich macht, wie beliebig alles zuvor Gesehene gewesen sein muss, wenn ein Plot-Twist wie dieser so reibungslos präsentiert und achselzuckend akzeptiert werden kann, die sich aber zudem nicht entblödet, die Themen Vergewaltigung und Suizid als pure Story-Gimmicks zu gebrauchen, nur dazu da, um die Geschichte zu dem zu bringen, was Regisseur Scott Cooper und wahrscheinlich auch die Buchvorlage für ein gelungenes Ende halten. The Pale Blue Eye wirkt an dieser Stelle nicht clever, sondern schlicht unsensibel und der Zeit hinterherhinkend, ungünstig für ein Finale, welches eigentlich schockieren und berühren möchte. Fazit, The Pale Blue Eye macht in Sachen Optik und Spiel eine ganze Menge richtig, was in meinen Augen unterm Strich nicht ausreicht, um die um Stringenz und Spannung ringende und diesen Kampf verlierende Geschichte zu retten.